Der Glaube der Götter. Das Lachen stammte von Spastus, der mit einer Handvoll Männern die Anhöhe erklimmt und dort diesen Hinterhalt vorbereitet hatte. Von dieser begab er sich herauf zu Primatus, welcher sich eilig umblickte. Er sah, dass der Hinterhalt gut geplant gewesen war. Hinter den Sträuchern und Steinen und von dem Boden eilten Spastaner herab. Zu viele, um sie alle zu bezwingen, und jeder Fluchtweg wurde dem Pärchen abgeschnitten. Galena klammerte sich an Primatus, während sie von Dutzenden von Lanzen umzingelt wurde. Eine kleine Schneise tat sich daraufhin auf, durch die Spastus geschritten kam und triumphierend grinste und zu den Herrscher der Thronainer, welcher zornig wirkte, versöhnlich sprach: Die gute alte Zeit, nicht wahr? Ich erinnere mich noch, wie sehr dein Vater uns damals gescholten hatte, weil wir wieder in dem Geheimgang spielten. Erinnerst du dich? Er hatte immer gesagt, dass ein Geheimgang nicht mehr geheim wäre, wenn man ihn ständig benutzt. Tja, hättest du auf ihn gehört, wäre deine Flucht vielleicht noch gelungen. Sein Tonfall wurde tief und streng, als er hinzufügte: Hast du ernsthaft geglaubt, ich würde nicht an den Geheimgang denken? Ich hatte leider nicht genügend Zeit, um das abzuwägen. Unfreundlicherweise wurde ich von Schmerzensschreien und Kampfgetümmel aus meinem Tiefschlaf geweckt. Du hast nicht zufällig eine Ahnung, wie das kommen könnte? Erkundigte sich Primatus spitz und zornig zugleich und erzwang damit ein Auflachen von Spastus, der erwiderte: Ha, immerhin, ein lustiger Zyniker wie damals. Ich muss sagen, das hat Klasse. Könnten wir die Vergangenheit mal beiseite lassen und uns um die Gegenwart kümmern? Fragte Primatus ernüchternd. Du sehnst dich regelrecht nach dem Tod, oder? Hakte der König von Spasta nach. Er schien gute Dinge zu sein, denn alle seine Strategien waren aufgegangen und somit hielt er das gesamte Schicksal in seinen Händen. Wenn ich sterben muss, dann hier und jetzt. Aber wenn du nur einen Funken Ehre verspürst, dann tritt im Kampf Mann gegen mich an und lass unser Volk aus dem Spiel. Entgegnete Primatus tapfer und edel, woraufhin Spastus beeindruckt nickte und souverän erwiderte: Welch ehrenvoller Herrscher stellt das Wohl seines Volkes über sein eigenes. Nun denn, Angriff kann ich nicht ungeschehen machen, aber ich gebe dir die Chance, das Leben deines Volkes und dein eigenes hier und jetzt auf der Stelle zu retten. Er deutete auf eines seiner Kriegsschiffe, auf dem eine Wache stand und eine Art großes Posthorn mit der Fackel beleuchtete, woraufhin Spastus erklärte: Siehst du dieses Signalhorn? Wird es geblasen, so ziehen sich meine Männer auf der Stelle zurück. Alles, was du dafür tun musst, ist mir Galena zu geben und dich freiwillig und ohne irgendwelchen Widerstand festnehmen zu lassen. Ich garantiere dir als Ehrenmann, dass deine Gefangenschaft kaum als solche spürbar sein wird. Du wirst dich hier auf Thronan als freier Mensch bewegen können, unter den wachsamen Augen meiner Wachen. Nur die Insel, die darfst du nicht verlassen. Nun, was sagst du? Er zückte ohne zu zögern sein Schwert und rief: Ist dir das Antwort genug? Dein Gefangener? In Thronan als eine Provinz von dir? Damit kann ich leben, aber nicht ohne Galena. Die Lanzen rückten näher, doch Spastus sprach: Nur ruhig, Männer, nur ruhig. Er wandte sich wieder Primatus zu. Du dummer Sturkopf, das alles wäre nie passiert, wenn du mir Galena gleich überlassen hättest. Warum sträubst du dich so sehr? Sie liebt mich und ich liebe sie. Frag sie doch, wenn du mir nicht glaubst. Ha, du träumst sogar im wachen Zustand. Galena, dich lieben? Sag ihm, was für ein Narr er ist. Schließlich scheint er darauf zu brennen, es zu hören. Erwiderte Primatus tapfer und erzürnt und blickte Spastus streng an. Doch nachdem Galena auch nach einer halben Minute, die wie eine Ewigkeit wirkte, nicht geantwortet hatte, legte sich der erzürnte Ausdruck in Primatus Augen und wich nach und nach dem Zweifel. Seine Augen glitten weg von Spastus zu Galena, die beschämt gen Boden blickte. Warum sagst du es ihm nicht? Du liebst doch mich, drängte Primatus. Galena antwortete beschämt und eingeschüchtert: Ja, ich liebe dich. Aber ich liebe auch dich, Spastus. Ich liebe euch beide. Was? Du sagtest, du würdest mich lieben, rief Spastus entsetzt aus. Ich kann
kann mich nun mal nicht zwischen euch beiden entscheiden, brachte Gailena schüchtern hervor. Dann werde ich dir die Entscheidung abnehmen. Primatus, ich fordere dich zu einem Duell. Nur du und ich. Der Sieger bekommt Gailena und stellt dann sofort alle Kriegshandlungen gegen den Verlierer ein. Sind wir uns da einig? Rief der König der Schwastaner aufbrausend aus. Einverstanden! Zeig mir, was du kannst! Entgegnet Primatus, woraufhin die Soldaten einige Schritte nach hinten traten und Gailena festhielten. Während die Soldaten mit Gebrüll ihren Herrscher anfeuerten, stürzte sich Primatus auf Spastus mit einem gekonnten Abwehrzieb, welchen Spastus mit einem vertikalen Schwunghieb blockte, sodass sich die Klingen kreuzten. Die beiden erfahrenen Kämpfer lehnten sich sogleich mit aller Kraft gegen ihren Gegner auf, sodass sie sich immer mehr den Klingen näherten und fast Kopf an Kopf standen, als Spastus angestrengt sprach: Du hast dir eine Menge Kraft antrainiert. Mal sehen, wie es mit deinem Geschick steht. Daraufhin drehte er sich einmal um seine Achse, wobei er akkurat sein Schwert in der Vertikalen schwang. Primatus verführte ebenfalls seinen Triumph, jedoch nach hinten, und wieder trafen die Klingen klirrend zusammen. Geschickt hebelte Primatus die Klinge seines Gegners aus und stieß ihn zugleich hart mit der Schulter an das Kinn, woraufhin Spastus schmerzerfüllt einen Schritt nach hinten trat. Primatus holte zu einem Abwehrzieb aus, um sein Gegenüber den Rest zu geben, doch dieser sprang mit einem Satz nach vorne und verführte dabei einen Seitwärtstritt in Primatus' Magen, welcher sich dadurch gezwungenermaßen nach vorne beugen musste und zugleich einen Kniestoß in das Gesicht erleiden musste, was ihn zum Fall nach hinten brachte. Spastus holte zum entscheidenden Schlag aus, doch er kam nicht so weit, ihn auszuführen, weil Primatus ihn mit einem schnellen Seitwärtsstreich am Oberschenkel verletzte und ihn damit kurz zum Einknicken brachte, was ihm genug Zeit verschaffte, um sich wieder zu erheben, sodass sich die beiden Herrscher nun wieder gegenüberstanden. Während die beiden Kontrahenten sich gegenüberstanden und ihren Kampf weiterführten, befanden sich ebenfalls zwei gleichgesinnte Gegner im Kampf auf dem Marktplatz, welche den Namen Herakmakes und Ominosos trugen. Du willst die Aufgabe beenden? Durch einen Krieg? Dir ist klar, dass wir den Frieden wiederherstellen sollen, oder? Erkundigte sich Herakmakes. Auf jeden Krieg folgt Frieden, und die Spastaner sind diejenigen, die diesen gewinnen können, da die Thronhainer kaum Militär haben. Wie sonst stellst du dir das Bringen von Frieden vor? Erwiderte Ominosos. Herakmakes ließ seinen Kopf sinken und schien kurz, aber intensiv nachzudenken, ehe er nach wenigen Sekunden mit dem Kopf schüttelte und diesen wieder hob und sprach: Das weiß ich nicht, aber nicht so! Aus Krieg kann nur neuer Krieg wachsen, niemals aber wahrer Frieden! Es gibt keinen wahren Frieden. In uns allen glimmt der Rhythmus des Tieres, welcher uns dazu verleitet, Besitz und Macht anzuhäufen, um noch mehr zu erlangen. Frieden ist nur die Zeit zwischen zwei Kriegen. Aber genug der Worte. Lassen wir Taten sprechen. Entgegnete Ominosos souverän und zog sein Schwert, während Herakmakes erwiderte: Ominosos, sei doch vernünftig. Es gibt keinen Grund für uns zu... In dem Moment stieß der Sohn des Mares das Schwert auf die Brust von Herakmakes zu, welcher sich agil zur Seite drehte und das Schwert ihn so nur knapp verfehlte. Während Ominosos bereits zu einem Seitwärtshieb auf Kopfhöhe ansetzte, duckte sich Herakmakes schnell und sprach dabei überrascht, während er auch sein Schwert zog: Himmel, du meinst das also wirklich ernst? Er parierte die nächsten Schläge mit seinem Schwert, ehe sich die Klingen festkreuzten und die Gegner mit aller Kraft versuchten, die Klinge des Gegenübers wegzudrücken. Ominosos sprach: Und du willst der Sohn des Orbitos sein? Wo ist deine gravierende Stärke? Du bist nicht mein Feind, Ominosos, aber wenn du einen Beweis wünschst, so sollst du ihn haben! Mit diesen Worten drückte Herakmakes mit seiner ganzen Kraft gegen Ominosos, welcher gegen die Kraft nicht ankam und heftig zurückgestoßen wurde und mit seiner Wirbelsäule so heftig gegen die Wand des ehemaligen Seminars prallte, dass er gelähmt wurde und sich vom Kopf abwärts nicht mehr bewegen konnte. Herakmakes trat zu ihm und Ominosos sprach schmerzerfüllt: Ja, komm, bring es zu Ende. Ist jetzt auch egal. Was soll denn das? Komm, ich helfe dir wieder auf die Beine. Sprach Herakmakes tröstend und wohlwollend. Er beugte sich hinab und fragte: Kannst du gehen? Ich kann mich gar nicht bewegen, erwiderte Ominosos krampfhaft. Herakmakes legte seine Arme unter die Achseln und Kniehöhlen von Ominosos und hob diesen vor seiner Brust hoch und drehte sich von dem Gebäude weg, als er auf einmal ein bedrohliches Poltern hinter sich hörte. Es kam von dem Seminar, welches ihm in den Schäden des Feuers seine Stabilität aufgab und unter sich zusammenbrach.
Herakmakis rannte los, doch eine Sekunde zu spät. Denn auch wenn er noch einige Meter zurücklegte, so erreichten die schweren Steine des Gebäudes sein rechtes Bein und brachten ihn zu Fall, um seine Beine unter Steinen zu begraben. Mit letzter Kraft warf er Odysseus sanft aus seinen Händen, damit ihm nichts mehr geschehen konnte, und er landete einigermaßen sanft in 3 Meter Entfernung, während Herakmakis liegen blieb und sich schmerzvoll reckte. Odysseus blickte sich um und sah Herakmakis, wie er unter den Trümmern begraben lag. In dem Moment begriff er, dass Herakmakis sein Leben für ihn geopfert hatte, obwohl sie doch Gegner waren. Das erste Mal verspürte er so etwas wie Mitleid. Es tat ihm leid, dass Herakmakis, der ihm nun schon das zweite Mal selbstlos das Leben gerettet hatte, nun seinetwegen unter Trümmern begraben war. Odysseus rief energisch und mit Reuetränen zu dem Sohn des Orbitos, welcher sich vergebens bemühte, freizukommen. Herakmakis, es tut mir leid! Ich werde dir helfen! Mit aller Kraft bemühte er sich, seiner Lähmung beizukommen, doch seine Muskeln wollten ihm einfach nicht gehorchen. Wieder rief er: Herakmakis, es tut mir wirklich leid! Ich lasse dich nicht im Stich! Als er diese Worte sprach, erschien spontan ein gleißendes Licht vor ihm und sprach: Fürchte dich nicht, Odysseus! Ich bin Helia, die Göttin der Sonne und des Lichts. Weil du bereit bist zu helfen, so werde ich dir helfen. Sie legte ihre Hände auf die Brust des Odysseus, welche daraufhin wieder genas. Danke, sprach Odysseus verblüfft, ehe die Göttin mit einem Augenzwinkern wieder verschwand. Tatsächlich konnte Odysseus sich wieder bewegen, und nachdem er seine Verwunderung überwunden hatte, stand er sofort auf und eilte zu Herakmakis und entfernte nach und nach die schweren Brocken von seinen Beinen, bis dieser wieder frei war. Mit Odysseus Hilfe schaffte Herakmakis wieder auf die Beine, auch wenn er durch die zahlreichen Schrammen an diesen etwas wackelig stand. Offenbar hatte er großes Glück gehabt und sich keine Brüche zugezogen. Es tut mir so leid, wirklich, das wollte ich nicht, entschuldigte sich Odysseus betrübt. Ist schon okay, immerhin hast du mir ja auch das Leben gerettet. Wir sind quitt, entgegnete Herakmakis. Noch nicht, immerhin hast du mir schon 2-mal das Leben gerettet, entgegnete Odysseus. Es ist nicht deine Schuld, okay? Versuchte Herakmakis, seinen Freund zu beruhigen. Nein, aber ich weiß, auf wessen Konto das geht. Mein alter Herr brauchte wohl mal wieder ein paar neue Untertanen, erklärte Odysseus. Maris? Erkundigte sich Herakmakis fragend. Natürlich. Überlege doch mal. Der Einzige, der aus diesem Krieg einen Vorteil zieht, ist er. Weder die Spartaner noch die Throneiner ziehen hieraus einen Vorteil, erklärte Odysseus und blickte gen Himmel, so als könnte er seinen Vater sehen, zu dem er sprach: Jetzt blicke ich durch. Der ganze Krieg ist doch ein abgekatertes Spiel, nicht wahr? Das ist doch der Grund, warum kaum jemand Gailena widerstehen kann. Alle halten sie für überirdisch schön, weil sie nicht irdisch ist. Doch ich durchschaue deinen Plan, hörst du, Vater? Odysseus, was hast du vor? Fragte Herakmakis geschwächt. Ich setze dem Treiben hier und jetzt ein Ende. Ich war im Irrtum und Vater auch, erklärte dieser, nachdem er sich Herakmakis zugewandt hatte, und fügte dann schnell hinzu: Gibt es hier irgendwo einen Schrein, eine Statue oder irgendetwas anderes von meinem Vater? Ja, eine Statue im Garten des Seminares. Einst stand dort eine Statue von Galira, aber die Throneiner wechselten nach Anbeginn des Krieges ihren Glauben zu Maris, um seine Gunst zu gewinnen, berichtete Herakmakis und deutete dabei auf das Seminar. Das dachte ich mir schon. Komm, wir müssen diese Statue sofort zerstören, sprach Odysseus mit entflammtem Tatendrang und rannte los, so schnell, dass der verwundete Herakmakis kaum hinterherkam. Wie zu erwarten war das Seminar nur noch ein Schutthaufen, in dessen Mitte obskurerweise ein unbeschädigter Garten mit einer wohlerhaltenen Götterstatue des Mares stand. Ohne noch länger zu zögern, kletterte Odysseus über den Haufen Geröll, welcher einst das Seminar war, und begab sich zu der Statue, um mit aller Kraft gegen diese zu pressen. Herakmakis folgte langsam, da ihn das Klettern Schmerzen bereitete. Als Odysseus feststellte, dass er nicht stark genug war, um die Statue zu stürzen, rief er den herannahenden Sohn des Orbitos zu: Hey, starker Götterjunge! Ich könnte deine Muskelkraft hier gut gebrauchen, also pack doch mal mit an. Odysseus war freundlich und gab sogar zu, dass er Hilfe benötigte.
Heragmagus war über den eiligen Sinneswandel seines ehemaligen und zugleich neuen Freundes so etwas von verblüfft, dass er mit verwundertem Blick stehen blieb und innehielt. Als Omnisseus dies sah, rief er ihm zu: Willst du den ganzen Tag da stehen oder willst du mir lieber helfen, diese Statue zu stürzen, damit wir die Aufgabe erfüllen? Die nächste Überraschung. Er wollte Teamarbeit und die Aufgabe gemeinsam mit ihm bestreiten? So kannte er den Sturmkerl, der sich einst in den Namen Omnisseus verbarg, gar nicht. Weshalb er verwundert fragte: Wer bist du und was hast du mit Omnisseus gemacht? Verwundert über die Frage, hob der Held zynisch eine Augenbraue und antwortete spitz: Nein, ich bin Aphrolibida. Das sieht man doch bereits an meinem schönen Äußeren. Natürlich bin ich Omnisseus, aber jetzt kann ich sehen. Auch wenn ich nicht glauben kann, dass Krieg sinnlos ist, so bin ich mir doch sicher, dass es dieser hier auf jeden Fall ist. Darf ich jetzt endlich auf deine Hilfe hoffen oder muss ich erst auf die Knie fallen und dich um Verzeihung bitten, dass meine Natur leider sehr sturköpfig ist? Heragmagus lachte. Denn er erkannte den alten Omnisseus mit neuen Ambitionen. Und dieser neue Omnisseus gefiel ihm, weshalb er sich zu ihm gesellte und mit gegen die Statue presste. Woraufhin der Sohn des Mares sprach: Na endlich, ich dachte schon, du hättest mit einer Gorgone geliebäugelt. Gemeinsam pressten sie gegen die Statue und brachten sie so zu Fall. Bei dem unsanften Aufprall auf dem Boden brach sie in Stücke, die sich überall verteilten und die Göttersohne hätten schwören können, dass sie spürten, dass eine starke Macht auf einmal zu weichen schien. Was das jetzt? Fragte Heragmagus verunsichert nach einigen Momenten des Umblickens. Ich denke schon, aber um sicher zu gehen, müssen wir erst einmal den König finden. Ich würde also vorschlagen, dass wir uns zum Schloss aufmachen. Zur Not kann ich ja immer noch den Spastan an den Rückzug befehlen. Erklärte Omnisseus. Heragmagus blickte ihn mit verschmitzten Grinsen an und sprach leicht witzelnd: Du hast ja anscheinend ganz schön Eindruck bei König Spastos geschindet. Aber hallo! Erwiderte der Kriegsheld euphorisch und machte sich mit Heragmagus auf zu dem Schloss. Am Strand indes war der Kampf König gegen König noch am Toben. Viele Attacken, Paraden und Blöcke hatten den Kämpfern ihre Kraft geraubt und ächzend und nach Luft ringend standen sie sich gegenüber, als Spastus mit aller Kraft sein Schwert mit beiden Händen über seinen Kopf schwang und es nach unten sausen ließ. Normalerweise würde Primatus einer solchen Attacke einfach mit einem Schritt zur Seite ausweichen. Doch da machte sich die Erschöpfung in ihm breit, indem er mit seinem Fuß umknickte und in die Knie ging, sodass er den Schlag nur durch einen vertikalen Block abzuwehren vermochte. Doch die große Kraft des Schlages warf Primatus beim Auftreffen auf seine Klinge nach hinten, sodass der Schlag zwar abgewehrt war, er jedoch kraftlos am Boden lag. Jetzt ist es um dich geschehen. Gib endlich auf! Hast du noch irgendwelche Abschiedsworte? Fragte Spastus ehrenhaft und legte die Schwertspitze an die Kehle seines Gegners, welcher die Augen weit aufriss und scheinbar neben Spastus blickte. Was schaust du so? Hast du deine letzten Worte gewählt? Hakte Spastus fordernd nach. Ja, was passiert gerade mit Gailena? Erklär mir dies! War die Antwort des Unterlegenen. Was? Fragte Spastus hart und verwirrt zugleich. Und einer seiner Soldaten erklärte, während die anderen, welche Gailena losließen und ängstlich zurückschreckten: Herr, sie verschwindet! Spastus ließ das Schwert wegleiten und drehte sich eilig zu seiner Geliebten um und sah, wie sie nach und nach transparenter wurde. Gestört und über alle Maßen verwundert, gelang es ihm nicht, nur eine einzige Silbe hervorzubringen. Lediglich eine Träne purzelte aus seinem Auge, als er sich auf die Knie fallen ließ und mit vor Trauer bebenden Lippen das Unaufhaltsame akzeptieren musste. Nach wenigen Sekunden war sie völlig verschwunden und Primatus, welcher auch von Trauer ergriffen war, traute sich, sich zu erheben, wobei er jedoch sein Schwert fallen ließ und sich hinter Spastus begab, um ihm tröstend eine Hand auf die Schulter zu legen. Dieser drehte seinen Kopf langsam um und sah die sanftmütig dreinblickenden Augen seines ehemaligen Freundes, welcher sprach: Spastus, es tut mir leid. Ich habe nie daran gezweifelt, dass du sie mehr liebtest als mich. Ich war geblendet von ihrer Erscheinung, sodass ich nicht sah, dass ich durch meine Liebe zu ihr etwas verloren hatte, was mir weitaus wichtiger war. Deine Freundschaft. Reumütig erhob sich Spastus mit einem freudigen Lächeln, wobei immer noch Tränen aus seinen Augen purzelten, doch unter die Trauertränen mischten sich Freudentränen über Primatus' Worte. Herzhaft
schloss er diesen in seine Arme und presste diesen fest an sich, wobei er sprach: Ich war so ein Sturkopf. Ich habe nur an mich gedacht. Wie konnte das nur geschehen? Sie hat ihr Spiel mit uns gespielt. Um ehrlich zu sein, ich glaube, dass sie nicht einmal echt war. Sie war nur eine Marionette der Götter, um uns zu kontrollieren. Primatus verstand erstaunlich schnell, wenn sein Geist nicht von Liebe benebelt war. So machte sich in sein Geist wieder die berüchtigte Weisheit der Throneeiner breit, welche jedoch niemals unfehlbar sein kann. Wieso sollten die Götter so etwas tun? Fragte Spastus, nachdem er die Umarmung auflöste. Warum wohl? Sicher war es Mares, der seine Kraft ja aus Krieg bezieht. Die Götter sind sehr menschlich, sie streben nach Macht und vergessen dabei oft die Verantwortung, die mit dieser einhergeht. Darum gibt es immer Opfer, erklärte Primatus, woraufhin der König Spastas erschrocken die Augen aufriss und rief: Die Soldaten, sie werden sich immer noch in eurer Stadt kämpfen, müssen retten, was noch zu retten ist. Er drehte sich zu dem Schiff mit dem Signalhorn um und rief: Blas das Horn! Die Soldaten gehorchten und sogleich war das Dröhnen des Hornes zu vernehmen, welches über ganz Throneien hallte und auch die kämpfenden Soldaten am Tor des Schlosses erreichte. Als sie dieses hörten, stellten sie sofort das Kämpfen ein und leiteten den Rückzug ein, sodass Seracmagus und Erminusos ein Strom von Spastanern entgegenkamen, als sie die Straße zum Schloss hochliefen, woraufhin Erminusos sprach: Es hat funktioniert! Die Soldaten ziehen sich zurück! Als der Strom abgeklungen war, setzten die Helden ihren Weg zum Schloss fort, an dessen Eingangspforte sie Pan Faulus erschöpft im Schneidersitz hechelnd vorfanden. Sie begaben sich zu ihm und da sprach er: Das war ja gerade noch rechtzeitig. Er blickte angestrengt nach oben und sah Erminusos, woraufhin er hinzufügte: Moment mal, warst du nicht für diesen Angriff verantwortlich? Ja, und es tut mir leid. Allerdings habe ich aus meinen Fehlern gelernt, erwiderte dieser höflich. Er war es, der feststellte, dass der ganze Krieg nur eine Farce von seinem Vater war und ihn durch die Zerstörung der Mare-Statue ein Ende setzte, versicherte Heracmarcus. Pamphaulus war immer noch etwas skeptisch und sprach: Na, ich hoffe, dass du nicht wieder mal so verblendet wirst. So wie ich gehört habe, soll es dir nicht anders ergangen sein, erwiderte Erminusos schnippisch. Touché, erwiderte Pamphaulus großherzig und verzieh damit Erminusos sein Handeln, ehe er fragte: Was war eigentlich mit mir los? Ich hatte das Gefühl, als wäre ich nicht ich. Das kannst du aber laut sagen. Noch nie habe ich einen Mann gesehen, der sich so schnell einer Frau unterwarf, erklärte Heracmarcus lachend. Hey, die war nun mal sehr hübsch, rechtfertigte sich der Faun und stand auf, wobei er sprach: Ich vermute mal, dass es sie nicht mehr gibt. Wie kommst du darauf? Hakte Heracmarcus nach. Na, weil ich mich wieder wie ich selbst fühle, war Pamphaulus' knappe Antwort. Offenbar hat sich mit dem Zerstören der Statue der Bann von Mares und damit auch Galena, die wohl eine Schöpfung von diesem war, aufgelöst, erklärte Heracmarcus. Pamphaulus schloss seine Augen und konzentrierte sich, ehe er nach einigen Momenten die Augen wieder öffnete und sprach: Das kann gut sein. Obwohl hier alles in Schutt und Asche liegt, spüre ich einen Hauch von Frieden und Glück. Das war nicht so, als wir hier ankamen. Offenbar hatte Mares wirklich seinen Griff um Throneien geschlungen gehabt. Als die Helden so diskutierten, vernahmen sie das Galopp von Pferdehufen, welche von dem Markt zu kommen schien. Es näherte sich und Primatus und Spastus kamen in Sicht, welche auf zwei Schimmeln ritten, wobei jener von Primatus weiß war und eine schwarze Mähne hatte und der von Spastus hingegen schwarz mit weißer Mähne war. Als sie das Heldentrio vereint erreichten, fragte Heracmarcus: Ihr reitet zusammen? Also habt ihr euch wieder vereint? Die Narben des Krieges sind noch nicht verheilt, doch meine Männer helfen so gut es geht. Als sie sich zurückgezogen hatten, habe ich ihnen verkündet, dass wieder Frieden herrscht und ihnen befohlen, beim Wiederaufbau zu helfen. Ich befürchtete zuerst, dass sie über meine spontanen Meinungswechsel sehr erbost sein würden, doch erstaunlicherweise schienen sie sehr erfreut zu sein, erklärte Spastus. Weil jeder Krieger sich nach Frieden sehnt, denn er weiß, er gehört zu den Ersten, die in einem Krieg sterben.
Und der wahre Krieger weiß, dass es die größte Kunst des Kampfes ist, nicht zu kämpfen, mahnte Pan Faulus. Da habt ihr wohl recht. Auch ich habe geirrt, geblendet von diesem Wesen, was uns bezürzte. Doch als es schwand, erkannte ich, dass in Spastus nicht mein Erzfeind, sondern mein Freund und Verbündeter steckt. Nun ist es an der Zeit für mich, mein Volk meinem Irrtum zu erklären. Er setzte seinen Ritt mit Spastus an seiner Seite zu dem Schlosstor fort, welche die Helden freigaben. Als er jedoch an ihnen vorbeigeschritten war, hielt er noch einmal kurz inne, blickte sich zu ihnen um und sprach: Habt Dank! Ohne eure Hilfe hätten wir wohl diese Schlacht niemals gewonnen und Frieden finden können. Bedankt euch nicht zu früh. Ich war es, welcher die Strategie mit dem Zauberwürfel ersonnen hatte. Ohne mich hätten eure Mauern noch jahrzehntelang die Spastane abwehren können. Gab Ominousos zu. Diese Jahrzehnte jedoch wären Zeiten der Qual und des Leides gewesen. Und am Ende wäre das Unvermeidliche, ein Angriff, gefolgt von einer Niederlage und einem Tod, eingetroffen. Diese Zeit hätte ein Dahinsiechen in Qual geglichen, gleich einem Gefangenen, der auf seine Hinrichtung wartet. Nein, ihr wart nicht unser Untergang. Wer dies sagt, der betrachtet nur ein Teil eines Ganzen, denn im Ganzen führte eure List dazu, dass nun Frieden herrscht und nicht noch mehr Leid gab. Daher schulde ich euch Dank und ihr seid hier immer willkommen. Auch wenn die Stadt in Trümmern ist und es viel Leid gibt, so möchte ich euch doch als meine Gäste einladen. Sicher möchte mein Volk ihre Helden und Befreier kennenlernen, weshalb ich, sobald die wichtigsten Reparaturen abgeschlossen sind, ein Fest zu euren Ehren halten werde. Was sagt ihr dazu? Sprach König Primatus. Die drei Helden schauten sich gegenseitig an und schließlich sprach Pan Faulus: Ein großzügiges Angebot, doch ich fürchte, wir müssen ablehnen. Der König verzog verwirrt seine linke Augenbraue hoch und Pan Faulus erklärte: Versteht mich bitte nicht falsch, wir fühlen uns sehr geehrt, aber auf uns warten noch andere Aufgaben. Zudem denke ich, dass ihr genügend Aufgaben habt und ihr nicht noch drei Mitesser gebrauchen könnt. Wir werden in naher Zukunft euch gerne einmal besuchen, wenn ihr uns etwas versprecht. Ihr sollt haben, was ihr wollt. Nicht nur Thronein, sondern auch ganz Spasta steht an eurer Schuld. Erwiderte der König ehrenhaft. Dann lebt in Frieden und regiert als weiser, großzügiger Mann. Selbiges sollte auch Spastus beherzigen, erwiderte Pan Faulus. Und betet Maris nicht mehr an, fügte Ominousos hinzu. Und pflanzt ein paar schöne Blumen und Bäume am Strand und in der Stadt, fügte Heracmarcus hinzu und erntete damit verwirrte Blicke seiner Begleiter, woraufhin er sich mit den Worten erklärte: Was denn? Sagt nicht, ihr findet es schön hier. Ich habe Zeichnungen von der Stadt gesehen, als sie noch Zentrum von Kultur und Wohlstand war. Wisst ihr, was für ein schrecklicher Anblick es war, als ich hier nur noch ein paar kümmerliche Überbleibsel von dieser Pracht gesehen hatte? Ernsthaft, pflanzt Blumen auf eurer Erde und Schönheit wächst in eurem Herzen. Ob dieser Erklärung musste König Matus lachen und antwortete noch leicht lachend: Na gut. Das werde ich beherzigen, wenn ihr mich jetzt entschuldigt. Ich muss noch von meinem Land retten, was zu retten ist. Er setzt sein Pferd in Bewegung und Ominousos rief ihn noch streng nach. Nicht so schnell! Woraufhin der König sich langsam umblickte und Ominousos hinzufügte: Hütet eure Versprechen sorgsam im Geiste. Gut möglich, dass wir später noch einmal nach dem Rechten sehen. Der König nickte ernst, ehe er sich mit einem Handlingen verabschiedete und mit Spastus im Schloss verschwand, um sich selbst zu rechtfertigen und den Wiederaufbau in die Gänge zu leiten. Das Heldentrio schaute den beiden Herrschern noch nach, bis diese im Schloss verschwunden waren, ehe Heracmarcus sprach: Schön, dass die beiden Freunde wieder zueinander gefunden haben. Und nicht nur diese konnten ihre Freundschaft festigen, fügte Ominousos hinzu und fuhr fragend fort: Könnt ihr mir meine Rauheit verzeihen? Ich würde mich geehrt fühlen, mit euch zusammen die Aufgaben bewältigen zu dürfen. Pan Faulus blickte ihn scharf an, doch als er das anteilnahmsvolle Gesicht von Ominousos sah, ward sein Blick wieder sanft und er sprach: Und, was ist mit dem Zorn der Götter? Fürchtest du ihn denn nicht mehr? Doch, das schon,
aber ich schulde euch bereits mehr, als ich einem jeden von denen schulde. Von daher stelle ich mir die Frage, warum wir nach ihrer Pfeife tanzen. Ich meine, wir brauchen sie nicht wirklich. Im Gegenteil, sie brauchen uns. Ständig beten ein Haufen Leute zu den Göttern, doch diese missachten sie einfach. Doch wenn diese mal einen Sterblichen brauchen, dann wehe ihm, wenn er ihren Wünschen nicht entspricht. Ich meine, dass doch nur darin unsere Angst begründet ist. Sie sind halt mächtig und dominieren uns, das habe ich jetzt begriffen. Früher glaubte ich, sie würden uns beschützen, auf uns Acht geben und uns helfen, doch die kurze Zeit, die ich mit euch verbracht habe, zeigte mir, dass das einfach nicht stimmt. Antwortet Ominousois gebrochen. Offenbar hatte er eine Läuterung erlebt, die ihn schwer zu schaffen machte, weil sie sein Weltbild völlig veränderte. Die Zeit mit uns hat dich an den Göttern zweifeln lassen? Wie meinst du das? Erkundigte sich Herak Markis. Ominousois sprach eilig und enthusiastisch zu diesen. Verstehst du denn nicht? Sie gaben uns diese Aufgaben, um ihren Streit für sie zu entscheiden. Und auf dieser Odyssee ist mir so viel passiert. Ich wurde auf einer verlassenen Insel ausgesetzt und mir selbst überlassen, nur um von Piraten entführt und erneut ausgesetzt zu werden. Ich hatte kein Trinken und kein Essen und kein Gott eilte mir zur Hilfe. Wo war Maris, um seinen Sohn zu retten? Und beim Kampf gegen Spratzel, wer war es, der mir das Leben rettete, und zwar im wirklich letzten Moment? Du, Herak Magis, und später dann noch du, Panfaulus. Wo waren die Götter, die ihren Auserkorenen schützten? Wo war der Donnerkeil des Orbitos, der Spratzel im Zaum hielt? Nichts ist geschehen. Ich wäre draufgegangen, wäret ihr nicht aufgetaucht. Und nun auch dieser Krieg hier, ausgelöst von Maris. Er schützte die Menschen nicht. Er milderte nicht ihr Leid. Im Gegenteil. Er brachte sie gegeneinander auf und schaute zu, wie sie sich gegenseitig abschlachten, nur um an Macht zu gewinnen. Man sollte nicht mit Blingvasen werfen, wenn man im Steinbruch ist. Gab Panfaudus zu bedenken. Ominousois wandte sich dem Faun zu und sprach mit ernster Miene. So war ich nie, Panfaulus. Ja, ich habe Krieg gemacht und Gier nach Macht erfüllte mein Herz, aber nie war ich grausam. Alles, was ich tat, war egoistisch, aber niemals habe ich jemanden verraten. Und die Götter? Worin besteht ihr Verrat? Erkundigte sich Panfaulus, der zwar die Antwort kannte, sie aber von Ominousois hören wollte, um zu sehen, ob er wirklich etwas gelernt hatte oder ob es nur einfach ein loser Gedankenfaden war, der sich in seinen Kopf breit machte. Ominousois antwortete ernst. Ihr Verrat ist der schlimmste, den es gibt. Sie versprechen den Menschen Hilfe und Zuversicht, wenn diese sich ihnen nur ergeben und nach ihrem Willen und ihren Worten handeln. Und wenn es die Menschen dann tun, dann zeigen sie sich nicht. Sie lassen es einfach geschehen, wenn es ihnen nur einen Vorteil bringt und gehen nur dazwischen, wenn es sich für sie lohnt, um einen Nachteil abzuwenden. Wie sonst würdet ihr jemanden bezichtigen, der euch verspricht, zu euch zu stehen, wenn ihr ihm dient, euch dann aber im Stich lässt, wenn ihr ihn braucht und das, obwohl ihr niemals gegen seine Gebote verstoßen habt? Nein, diese göttliche Sünde lasse ich mir nicht aufbürden. Verachtung legte sich auf sein Gesicht, als er gen Himmel blickte, und Panfaulus beipflichtend und tröstend seine Hand auf Ominousois Schulter legte und sprach, »Da du deine Augen nun geöffnet hast, weiß ich, du kannst sehen.«